So, und da haben wir diesmal ganz besondere Tiere, ganz besondere Notfällchen, und zwar kleine Geckos, Leopardengeckos. Gibt es hier im Dresdner Tierheim gerade mehrere Pärchen und auch ein Einzeltier. Die suchen eine neue Familie. Da muss man sich vorher natürlich informieren. Exoten, wie müssen die gehalten werden, was brauchen die? Es braucht ein Terrarium, aber mit ein bisschen handwerklichem Geschick kann man da viel bauen. Die brauchen eine Wärmelampe, Feuchtigkeit, Futter und so weiter. Da muss man ein bisschen was beachten. Wie gesagt, das gibt es aber alles im Internet, die Infos. Und dann einfach mal hier im Dresdner Tierheim vorbeikommen und sich vielleicht für so einen kleinen Leopardengecko entscheiden. Ich glaube, der da, ich weiß nicht, ob Sie das sehen, aber der guckt mich an. Guck mal, der guckt. Ich weiß nicht, was er mir sagen will. Also, Leopardengeckos im Dresdner Tierheim suchen eine neue Familie und vor allen Dingen Experten, Leute, die sich mit diesen Tieren auskennen.